Hey Leute, da sind wir auch schon wieder hier bei Little Nightmares. Weiter geht es ja immer noch auf diesem großen Schiff hier, wo wir auch sogar schon bereits einen der Passagiere getroffen haben. Einen ziemlich großen, langarmigen Typen, der aber offenbar ziemlich blind ist. Denn beim letzten Mal mussten wir uns ja an ihm vorbeischleichen und haben dabei auch festgestellt, er konnte uns nicht sehen, sondern nur hören. Deswegen, ja, mussten wir natürlich eigentlich ja möglichst sehr, sehr vorsichtig sein und erstmal hier unseren Verstand nutzen, um weiterzukommen. So, was ist das jetzt hier? Oh. Ganz toll. Immerhin können wir uns hier unten erstmal eigentlich ja gut verstecken. Oh, oder auch nicht. Oh, das kommt, lauf auf da. Oh, Scheiße. Ja, gut, das ist jetzt ein Problem. Verdammt! Wie komme ich denn jetzt da so schnell rüber? Muss ich das vielleicht ganz langsam angehen? Verdammt auch eins. Okay, wie geht's weiter? Da drüben hin. Okay, mit etwas Anlauf kann ich zumindest vielleicht etwas Distanz überbrücken. Okay, das war interessant. Habe ich jetzt hier also erstmal mit irgendwelchen Würmern zu tun? Okay, den Topf kann ich nicht bewegen. Wahrscheinlich, weil er zu voll mit Wasser gelaufen ist. Dieser Ort hier wird echt immer unheimlicher. Uah! Lauf! Okay, jetzt ist schon mal klar, wieso ich mich verstecken musste. Also wieso hier so ein Versteck ist. Okay, alles cool. Weiter geht's anscheinend auch offenbar jetzt gerade nicht mehr. Also das hier ist hoffentlich neu, dass ich jetzt hier doch wieder den ganzen Weg zurückgelaufen bin. Immer, wie sieht das aus, wenn ich extra Gewicht nehme? Erstmal wegschieben, denke ich mal. Und dann. Hui! Geheimer Raum! Versteckt vor dem gruseligen Krötenmann oder was auch immer das ist. Dem hässlichen Froschgesicht. Apropos, da oben ist er ja.
Alles klar. Ich brauche auf jeden Fall einen Plan, um den loszuwerden, weil ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht besonders nett. Naja, nachdem, was er auch das letzte Mal mit uns angestellt hat. Was auch immer das war, ich weiß ja nicht. Er hat uns eigentlich ja nur gepackt und dann anschließend. Das hat er immerhin nicht gehört. Okay, was jetzt nun? Hier geht's gerade nicht weiter. Und ich sehe auch jetzt gerade nichts Auffälliges, um jetzt hier die Tür zu. Ah, okay, verstehe. Das bringt mich auf eine Idee. Boah, das war knapp. Meine Güte, das war gerade ein bisschen knapp. Ich habe jetzt auch eben gerade kurz den Würfel da nicht gesehen, der nur noch da an den Schubladen hing. Das war ein ganz schöner Krachmacher gerade. Okay, jetzt nur nicht nervös werden. Scheiße! Ausgerechnet hier. Erstmal schön im Schatten verstecken. Verdammt, ich hab Angst. So, das ist meine Chance. Ganz ruhig, erstmal warten. Ein bisschen warten. Wenn die Glocke wieder läutet, darf ich die Tür öffnen. Komm. Ganz ruhig bleiben. Oh, nur kein Stress. Wir kriegen das schon hin. Ich glaube, ich habe gerade das perfekte Mod-Werkzeug gefunden, um diesen Typen loszuwerden. Na, ach, verdammt!
Dachte, wenn ich das Klavier ein bisschen spiele, locke ich ihn damit an, aber ich glaube, ich muss wohl ein bisschen radikaler vorgehen. Dieser Strick sieht nämlich eigentlich sehr leicht entzündlich aus, also vielleicht bringt das ja was. Mal sehen. Auch wenn ich noch nicht so ganz sicher bin, ob das eine gute Idee ist, das Ding anzuzünden, während ich noch da drauf stehe, aber ich glaube, ich habe eine Fluchtmöglichkeit. Okay, gut, ich kann den Strick nicht abfackeln. Aber ich habe eine andere Idee. Muss dafür aber ein kleines Stückchen höher. Mensch, Six, was machst du denn da? Mach doch nicht so einen. Shit. Er ist hier. Ausgerechnet hier oben. Wenigstens haben wir hier schön viel Teppichboden. Und von hier oben kann er uns eigentlich auch nicht viel machen. Außer jetzt natürlich. Ich warte mal lieber erstmal, bis er wieder weggeht. Nur zur Sicherheit. Gut, Kerze anzünden. Oh, komm. So, ich war doch eben schon gerade so gut wieder drauf. Warum? Geht's da nicht weiter? Ah, sieht nicht so aus. Okay, dann nicht. Gut, dann nicht. Autsch! Mann, das war jetzt doof. Da musst du ja richtig genau sein, dass du jetzt hier nicht gleich immer von irgend so einer Kante runterrutscht. Na gut, dann eben noch einmal. Da greift er auch immer nach. Immer mit der Ruhe. Denk daran, der kann dich nicht sehen, er kann dich nur hören. Das kann man ja eigentlich ja so ein bisschen. Oh, verdammt, der hat mich. Shit. Okay, der Plan lief nicht so gut, wie ich wollte. Das war natürlich doof. Schade. Ich dachte eigentlich echt, ich komme da jetzt noch durch, aber das war wohl nix. Na gut, dann eben nicht. Aber der Plan ist eigentlich ja schon mal ganz gut, eigentlich immer jedes Mal hier an den Bücherregalen entlang zu klettern. Ich glaube, das war einfach eigentlich für meinen Geschmack etwas zu viel Ablenkung. Am besten, ich renne einfach durch, wenn er kurz weg ist und dann.
nutze ich einfach die Zeit dafür aus. Ja, okay, so geht's natürlich auch. Einfach schnell und effektiv. So, aber wie jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ich habe die Kurbel gefunden, aber wie kriege ich die jetzt eigentlich ja wieder auf den Weg zurück? Über die Bücherregale klettern kann ich jedenfalls nicht mehr. Nicht, wenn ich dieses Teil hier tragen muss. Ich glaube, ich muss ihn tatsächlich dazu bringen, die Tür zu öffnen, und dafür brauche ich wohl das Teil hier. Versteht nicht. Nein, den Stuhl kann ich nicht bewegen. Ah, warte mal hier. Jetzt nicht gut. Ah, lass das Ding doch nicht fallen, Mädel. Immerhin, ich schätze mal, dass der Fernseher den jetzt erstmal eine Weile ablenken wird. So, hier mache ich noch schnell die Kerze an, damit ich wenigstens schon mal das hier habe. Oh Gott, der Boden knarrt aber zu sehr, aber wie es aussieht, ist der Fernseher laut genug, um das zu übertönen. Also, alles cool. Heil dich! Boah, okay, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich da nicht rechtzeitig rüberkomme. Boah, okay, aber jetzt haben wir Ruhe. Hoffe ich. Zumindest fürs Erste. Dampf. Ich würde mal sagen, ich spring lieber. Da fehlt was. Brauche etwas, damit ich da rankomme.
Haben wir irgendwas hier? Liegt hier irgendwas rum, das wir hier nutzen können? Ah, hier, warte mal, genau. Gut. Bleib sie erstmal so stehen. Dann ziehe ich ihn von der anderen Seite noch rüber. Wenn das Spiel denkt, das kann mich eigentlich ja damit erstmal hier austricksen, nix da. Dass ich jetzt hier einfach hier die ganze Zeit immer mit dem Karren jetzt hier von einer Seite schiebe. Dann aber nicht so. Okay, was nun? Hier geht es anscheinend schon wieder weiter mit diesen komischen, in Leintüchen eingewickelten Leichen. Wow, okay. Erstmal wieder eine Kerze anzünden. Oder eine Laterne oder was auch immer. Und oh, wie es aussieht. Scheiße! 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 Alter, das war jetzt gemein. Oh, goddammit. Ja, sorry. Da war jetzt die verdammte Ratte dran schuld. Okay, nimmst du mal dein Fingerchen wieder mal weg? Oder willst du mir jetzt erzählen, ich muss mich jetzt hier durchschleichen? Tja, schätze mal, da geht nichts anderes. Okay, nächster Raum. Oh, da ist er schon wieder. Und wieso hast du mich gesehen? Das war jetzt fies. Na gut, da muss ich wohl erstmal weiter vorlaufen. Verdammt! Was hätte ich jetzt machen sollen? Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Oder muss ich jetzt irgendwie die ganze Zeit hin und her rennen, bis die Tür zusammenbricht? Weil, ja, das könnte sein. Dass ich einfach nur abhauen muss. Bis der Käfig komplett eingekracht ist. Oh, naja, da tut sich nicht viel. Oh, nein, 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 nein.
Helfen wir mal da ein bisschen nach. Ach, nein, Mist, verdammt! Ah, ich hatte es doch fast. Okay, ich weiß Bescheid. Ich weiß, wie es funktioniert. Okay, ich muss eigentlich die beiden dickeren Stangen einfach wegziehen. Okay, das hat er irgendwie zu sehr gehört. Mann, okay, das ist jetzt kompliziert. Ein wenig schwierig schon. Ah, warte mal. Okay, und ich habe auch kapiert, ich darf nicht... Und da sind sie ab, die Ärmchen. Na bitte. Dann haben wir wenigstens schon mal einen kleinen Fortschritt gemacht. Das ist gut. So, und wo sind wir jetzt hier? Irgendwo in einem Schacht. Und wir irgendwie wieder raus. Das Versteck. Ah, wie es aussieht, sind wir wohl weitergekommen. Gut, dann geht's hier weiter. Und ich würde ja mal sagen, ich merke es nämlich ja gerade, wir machen so ein bisschen kleine leichte Überlänge, aber deswegen würde ich mal behaupten, wir machen einfach mal Schluss hier an dieser Stelle. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder von Little Nightmares. Bis dann und tschüss!